Ungeimpften sich doch noch impfen lassen oder wie eben auch deutlich wird, dass Sag mal, ist alles noch bei dir in Ordnung? Ist noch alles bei dir in Ordnung? Sag mal, wie können wir uns erpressen lassen auch noch? Erpressen lassen noch von dir, auch noch von euch, von eurer Partei, wenn wir Ungeimpfte nicht uns impfen lassen, dann werden uns Strafen passieren? Sag mal, das ist doch Erpressung, das ist doch Erniedrigung. Sag mal, ich lass mich nicht erpressen von euch, mit Sicherheit nicht. Hör mal, ich glaub, es hackt. Ich lass mich doch nicht erpressen. Nein, never, ich lass mich von euch nicht erpressen. Also ehrlich, wenn du das hörst, was der da labert, da gibt mir der Hut hoch. Ehrlich. Da gibt mir der Hut hoch. Also, liebe Leute, entscheidet selbst, ob ihr impfen geht oder nicht. Gemeinsam sind wir stark. Ich lass mich nicht impfen. Nicht von denen, nur weil die das mir erzählen. Geh doch impfen, sonst wirst du bestraft. Hallo? Jetzt ist das auch schon eine Straftat, weil man sich nicht impfen lassen geht. Hallo? Dann bestraf mich doch. Dann gehe ich davor. Ganz einfach. Wir wären ein Risiko für Geimpfte. Hallo? Da könnte man ja das Gleiche sagen. Wer sagt denn, dass die Geimpften dann kein Risiko wären für die Ungeimpften? Also Corona gibt es trotzdem dann noch. Ja? Also jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los. Also, jetzt reicht's aber so langsam, oder? Also, liebe Leute, da geht wirklich einen der Hut hoch. Lasst euch nicht von dieser Partei auch noch erpressen. Erpressen geht gar nicht. Nur gemeinsam sind wir stark. Also, liebe Leute, erpressen. Bestrafen. Hallo, das ist ja schon, weiß ich ja nicht, ey. Das ist ja schon Zwang. Nee, ich lass mich nicht impfen. Ich nicht. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Bessere Angebote. Macht ihr doch selber ein Angebot, du Blödmann.